Hallöchen, 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 herzlich willkommen zu Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today, gespielt von Rabbit RP, gesponsert von GamesPlanet.com. Und wir haben hier diesen leicht übergewichtigen und diesen normal gebauten Soldaten und die fragen mir mal aus, warum die denn hier postiert sind. Warum seid ihr hier postiert? Wir befolgen nur Befehle, Ratte. Wir sind hier, um den Einwohnern der Stadt zu dienen und sie zu beschützen. Das ist unsere Mission. Ja, man kann sehen, wie sich die Leute in eurer Nähe direkt sicherer fühlen. Wir drehen unsere nächtlichen Runden. Und wir haben besonderen Befehl, ein Auge auf diesen Block zu haben. Und was ist an diesem Block so besonders? Diese Zone ist nach der großen Welle beinahe vollständig intakt geblieben. Es war wie ein Wunder. Wie du sehen kannst, stehen die meisten der Häuser und Geschäfte noch. Daher kommt es oft zu Einbrüchen. Wenn es also in dieser Stadt noch etwas von Wert zu bewachen gibt, dann das hier. Du stellst eine Menge Fragen? Bist du hier, um was zu stehlen, Ratte? Für wie blöd hältst du mich? Bei solchen Vertretern des Gesetzes wie euch würde ich so etwas niemals wagen. Ich würde meinen Partner an deiner Stelle nicht zu sehr reizen. Er ist heute nervös genug und er kann unberechenbar sein. Und du solltest ebenfalls den Mund halten, Plappermaul. Wie es mir geht, geht niemandem was an. Und du, zurück in dein Nest, Ratte! Wie läuft die Nacht so bisher? Sehr ruhig. Abgesehen von einer Schießerei am Stadteingang vor ein paar Stunden. Ich glaube, es ging um einen Nahrungsmitteldiebstahl. Und bei so etwas muss man entschieden durchgreifen. Das ist unsere Pflicht. Es wäre eine großartige Nacht, wenn diese Katzen nicht wären. Diese ganze verdammte Gegend ist von den Biestern befallen. Katzen? Ach, mein Partner mag keine Katzen. Und heute Nacht haben sie pausenlos gejault, seit wir mit unseren Runden angefangen haben. Dreckige Biester, schmutzig und krank, die sind an allem schuld. Ich werde euch nicht mehr belästigen. Macht nur weiter mit eurer guten Arbeit. Okay. Die einzige Lichtquelle der Gegend hängt an diesem Holzpfahl. Das Chaos aus Kabeln und unsicheren Verbindungen dort oben sagt einiges über die Qualität und den Zustand der Installation aus. Aha. Da können wir rein. Da haben wir eine Tür zum Wohngebäude. Hier haben wir eine leere Blechdose. Jemand hat diese leere Blechdose auf eine der Mülltonnen gelegt. Aus der Nähe betrachtet scheinen da noch einige eingetrocknete Essensreste dran zu kleben. Lecker. Nehmen wir sofort mit. Was man auch immer über den Zustand der Stadt denken mag, diese Mülltonnen sind praktisch leer. Ich nehme an, Müll zu produzieren ist heutzutage echter Luxus. Ja, ich glaube auch. In der alten Welt hätte man dieses Gebäude bereits zum Abriss freigegeben. Aber in der neuen Welt gehört es zu den am besten erhaltenen Gebäuden, die ich bisher in der Stadt gesehen habe. Kann ich da rein? Hm. Diese zwei Schweine scheinen den Eingang ziemlich aufmerksam zu beobachten. Sie würden mich vermutlich voller Blei pumpen, bevor ich auch nur den Türknauf umdrehen kann. Okay, aber hier können wir rein. Was haben wir denn hier? Verbrannte Bücherregale. Zu besseren Zeiten müssen sie vor Literatur übergequollen sein. Jetzt sieht es hier wie nach einer der Bücherverbrennungen der alten Tage aus, die vielleicht gar nicht so fern sind, wie wir dachten. Aha. Das ist alles, was von der Kinoabteilung übrig ist. Nur ein paar Biografien haben das Feuer überlebt. Mal sehen. Dario Argento und John Carpenter. Warum steht da Wes Craven? Und er sagt Dario Argento? Ich habe kein gutes Gefühl bei dem dunklen Rot des Einbands. Ich werde mir keins nehmen. Warum denn nicht? Die Farbe des Todes. Verbranntes Papier. Hier ist alles voll davon. Moment mal. Auf einem dieser Poster ist ein Foto von Reverend Blake. Der Beechwood Oracle Buchladen lädt sie zu einer Lesung aus Die Auslöschung der Zeit ein, bei der sie den Autor des Buches, Edward Blake, treffen können. Das erklärt, warum dieser verrückte Prediger eine Visitenkarte von diesem Ort in der Tasche hatte. Andererseits habe ich jetzt auch keinen Zweifel mehr an dem Namen dieses Ladens. Das war übrigens gerade ein Erfolg hier, die Farbe des Todes. Ne? Falls euch wundert, warum ich das gesagt habe. Das war der Erfolg. Blockierte Tür, Monitor. Dieser Bildschirm sieht auch nicht besser aus als alles andere hier. Das Feuer hat ihn in einen Haufen aus Plastik und Glas verwandelt. Und von dem Computer, an den er angeschlossen war, ist auch nichts mehr übrig. Kann ich die mitnehmen? Nein. Computer sind eine elende Zeitverschwendung, wenn die Hardware, die man benutzen will, in der großen Welle geschrottet wurde. Ach so, ich dachte generell. Da steht Notausgang Beechwood Oracle Bücherladen. Nicht blockieren. Tja,
Sieht so aus, als hätte man die Tür trotz der Warnung blockiert. Kann man die irgendwie entblockieren? Ich glaube nicht, dass ich sie so einfach aufkriege. Okay, mit der Brechstange vielleicht? Da steht Notja. Sieht nicht so aus, als wäre es allzu kompliziert, diese Tür mit dem Brecheisen zu öffnen. Ja, dann mal ran da. Wie an der letzten Folge hieß, ich liebe mein Brecheisen. Und ich liebe es wirklich. Wo kommen wir denn da hin? Ach, da oben sind wir jetzt. Okay. Feuertreppen. Sie ziehen sich im Zickzack über die ganze Fassade des Gebäudes. Und so wie es aussieht, gibt's diese Treppen nur noch bei alten Gebäuden. Ich kann da oben hin. Es thront über dem Gebäude mit seiner Krone aus verbogenen Antennen und kaputten Klimaanlagen. Am Rand befindet sich etwas Glänzendes, obwohl ich aus dieser Entfernung nicht ausmachen kann, was es ist. Dann gehen wir doch mal da hoch. Hey, warte mal! Wer zum Geier ist da hinten? Ich sehe nichts. Schau dir das Gebäude an. Ich hab gesehen, dass sich da etwas im Schatten der Wand bewegt hat. Ich glaube, du bist heute Nacht etwas paranoid. Ich hab doch gesagt, du sollst dich entspannen. Komm schon, atme tief durch. Halt's Maul! Ich wette, es war eine von diesen Katzen. Diese verfilzten Viecher nerven schon, seit wir hier angekommen sind. Ich kann sie nicht ausstehen. Die beiden Psychopathen sollten mich besser nicht sehen. Ich muss vorsichtig sein. Kann ich mir den Sack überziehen? Sieht nicht so aus, als... Ich dachte, wären wir dunkel. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie Licht ausmachen. Die drei Lampen versuchen trotz der bedenklichen Stromversorgung so viel wie möglich zu erhellen. Sie scheinen irgendwie mehr Schatten als Licht zu erzeugen. Irgendwie müssen wir das wegkriegen. Okay. Aber da haben wir gerade, glaube ich, nichts dabei dafür. Da haben wir ein Schild. Das Schild am Eingang zum Beechwood Oracle Buchladen. So verkohlt und beschädigt wie der Rest der Einrichtung. Noch mehr zerbrochenes Fensterglas, das die meisten Schaufenster der Stadt dekoriert. Das Glas sieht eigentlich ziemlich dick aus. Trotzdem scheint die große Welle alle Schaufenster einfach zerstört zu haben. Okay, dann gehen wir wieder rein. Haben wir hier noch was übersehen? Sortierte, verkohltes Buch? Eine Ausgabe von Herz der Finsternis, von der kaum mehr als der Einband übrig ist. Ich muss das nicht lesen. Ich habe den Schrecken da draußen selbst gesehen. Okay. Ray Bradbury, H.G. Wells, George Orwell und Philip K. Dick. Dieses Regal muss Teil der Science-Fiction-Abteilung gewesen sein, obwohl man sie nach der großen Welle besser in die Abteilung für aktuelles Geschehen packen sollte. Nein, ich bezweifle, dass ich in diesen Geschichten irgendetwas finden werde, was mich überraschen könnte. Dystopia könnte auch der Name dieser Stadt sein. Ja, allerdings. Sieht aus, als hätten nur ein paar lose Regalbretter das Feuer überlebt. Die können wir mal mitnehmen. Na, immerhin haben wir lose Regalbretter. Zu besseren Zeiten jetzt die vielleicht... Okay, da können wir wieder raus. Monitor, okay. Kommen wir den auch hier wieder weg? Ah ja, kommen wir. Aber da Mülleimer, Tür, Holzfall, Plane. Diese riesige Bauplane hängt dort wie ein Bühnenvorhang und verdeckt die halbe Straße. Vermutlich ein Überrest eines der wenigen Wiederaufbauversuche, die in der Stadt angefangen wurden, nachdem sie von der großen Welle getroffen wurde. Kann ich die einfach abziehen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden die dann sofort anfangen zu meckern. Ach. Haltet das Maul, ihr dreckigen Biester! Gottverdammte, räudige Tiere! Raus mit euch! Ich werde euch die Augen eines nach dem anderen ausstechen! Was? Aber was hast du für ein Problem mit diesen Katzen? Die Katzen sind an allem schuld! Sie haben die Krankheit in diese Stadt gebracht! Sie haben den Virus mitgebracht, der die Zerflossenen infiziert. Jetzt geht das wieder los. Ich habe es dir schon tausendmal gesagt, das ist Unsinn. Natürlich ist das kein Unsinn. Ich habe das von einem Freund eines Freundes gehört, der im Forschungszentrum arbeitet. Diese armen Tiere sind an nichts schuld. Halt dein Maul, du Made! Siehst du das? Echt komisch. Ratten, die Katzen verteidigen. Die Welt steht Kopf. Tja, schon komisch.
Katzen, die von Schweinen gejagt werden. Auf jeden Fall können die armen Tiere aufatmen. Die Arterien von dem Typen würden erst platzen, bevor er auch nur eines von ihnen zu fassen bekäme. Kann ich denn irgendwie das Essen mit der Plane benutzen? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wie ich die Dose hier benutzen soll. Das scheint mir keine gute Idee zu sein. Mal sehen. Es ist eine leere Dose mit Futterresten. Wer könnte sowas haben wollen? Na, Katzen natürlich. Aber ich kann die wieder da draufstellen. Und jetzt nochmal an der Plane rütteln vielleicht? Haltet das, Gottverdammte! Okay, das bringt irgendwie nichts. Aber die Katze. Ja, ich. Ah, schön, dass das immer wieder kommt. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Okay. Hölzerne Bretter. 4 angesenkte Holzbretter. Das ist leider alles, was ich von den Regalen im Beechwood Oracle retten konnte. Okay, dann nehmen wir die leere Blechdose wieder mit. Wahrscheinlich müssen wir da erst irgendwas reintun. Bevor wir damit die Katzen anlocken können. Ach, da geht's lang, okay. Ach, guck mal, das ist eine Ratte. Kann ich das nicht irgendwie mit der Ratte verwenden hier? Ich wüsste nicht, wie das klappen sollte. Ich dachte, wir können vielleicht die Ratte anlocken. Hier ist ja auch keiner mehr, ne? Ne, hier ist niemand mehr. Holzbretter, da knarzt mein Stuhl. Was machen wir mit Holzbrettern? Holzbretter, eine leere Blechdose. Sieht so aus, als hätte man diesen Behälter benutzt, um streunende Katzen zu füttern, in einer Stadt, die in Ruinen liegt. Nur wenn man einen dieser Tierliebhaber kennt, kann man glauben, dass sie zu so etwas fähig sind. Und noch zu viel mehr. Da es aus Holz ist, kann ich die Nägel benutzen, um etwas dran zu befestigen. Aber was? Ich kann Die Dose ist zu klein, um das dort hineinzutun. Ich kann diese Nägel auch los. Ich glaube nicht, das geht. Ich könnte die Nägel benutzen, um sie aneinander zu befestigen. Aber sie würden garantiert nicht durch das Metall des U-Bahn-Schilds dringen. Ich sehe noch kein. Was soll ich denn da dran festmachen? Besser nicht. Der Plastiksack ist dazu gedacht, die Über. Warum sollte ich das machen? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es würde nichts bringen, das Kabel daran anzuschließen. Das würde zu nichts führen. Holzkiste. Mal sehen. Ich könnte die rostigen. Ach so. Ach, guck mal, wir haben eine Wiege. Mit den rostigen Nägeln konnte ich die Holzkiste aus der Umkleide der Reinigungsbrigaden an den Brettern befestigen. Jetzt habe ich also eine Kiste mit hölzernen Beinen. Die Zimmerei hasst mich genauso wie ich sie. Jetzt fehlt nur noch das Baby. Ich glaube, es würde nichts bringen, dass. Ich kann diese. Kann ich da mal irgendwas mit benutzen jetzt? Der Plastiksack ist dazu Ich glaube. Ich habe kein. Das ein. Und ich fürchte, damit könnte ich nie das. Wenn ich das tun will, muss. Was? Das Einzige, womit ich diese Sachen zusammenfügen könnte, sind. Und ich fürchte, damit könnte. Wenn ich das tun will, muss ich eine. Besser nicht. Das geht leider nicht. Ich dachte, da wäre auch noch eine Adresse drauf oder so. So, was haben wir denn hier eigentlich noch drin stehen? Rod Sohn hat gesagt, eine Nachricht für mich. Ich muss mit Colin reden. Ich brauche ein Foto von dem Treibstofflager. Rose braucht ein Baby und die Wiege. Die Wiege haben wir, glaube ich, schon. Oder zumindest haben wir so eine Kiste, wo da drin liegen kann. Chris, der Mann in meinem Weg, es gäbe noch eine Chance. Kann das sein? Grundgütiger, diese Schüsse. Und die Stimme, die mich aufgeweckt, geweint und angefleht hat. Kann ich das Rose schon geben und die hilft mir irgendwie schon mal ein bisschen oder so? Kann ich ihr das zeigen? Scheinbar ja. Du hast mir eine Wiege für mein Baby gebracht, Herr Schlafmütze. Yep. Aber sie taugt nicht für mich, sie ist nicht fertig. Sie ist nicht wie die auf dem Bild. Es fehlt die Schaukel, verstehst du? So kann die Wiege nicht schaukeln und ich kann mein Baby nicht in den Schlaf wiegen. Bring mir eine Wiege wie in dem Bild. Okay, Rose, keine Sorge. Ich werde weitersuchen. Okay. Moment, darf ich mir das nochmal angucken? Achso, da muss also noch irgendwas drunter, damit das schaukelt. Ja klar, macht Sinn. Macht Sinn, macht Sinn. Aber ich wüsste nicht wie und nicht was. Das heißt, wir haben jetzt nur noch diese Futterdose da. Um ehrlich zu sein. Oh
Und wie sollen wir denn ein Foto machen? Können wir ihm sagen, hast du mal ein Fotoapparat oder so, damit wir ein Foto machen können? Wie sollen wir denn ein Foto machen überhaupt? Hast du mir das Foto? Nein. Worauf? Ja, du kennst auf doch ein Fotoapparat. Wie ich schon sich und oder kann das GPS auch Fotos machen? Es ist das Gerät, das die Reinigungs bringt. Es sieht so aus, als würden. Ich muss nur die Adresse. Nee, okay, das kann also keine Fotos machen. Ich dachte, vielleicht wäre das so eher so ein Smartphone, aber es ist nur ein GPS scheinbar. Es ist nur ein GPS. Kann ich die Fische vielleicht in die Dose tun? Für die Katzen? Das wäre jetzt noch eine Idee, die mir gerade kam. Er will ja nicht anfassen, aber vielleicht ja mit der Dose auflesen, so. Okay, ich werde die Dose nutzen, um diese ekligen Fische nicht mit der Hand anfassen zu müssen. Sauber. Ich habe die leere Dose mit dem verfaulten Fisch aus dem Brunnen im Suicide Park gefüllt. Und jetzt stinkt sie. Sie stinkt wie die Pest. Aber vielleicht werden wir damit ja die Katzen anlocken und damit die Typen los. Stellen wir das nochmal auf die Mülleimer und gucken, was passiert. Wir gehen erstmal schön weg. Da seid ihr, ihr räudigen Mistviecher. Ihr habt euch also ins Freie gewagt, was? Jetzt habe ich euch. Gottverdammte grässliche Katzen! Früher oder später kriege ich euch alle. Das verspreche ich euch. Sei nicht sauer. Deine Technik wird besser. Du hast diesmal beinahe eine erwischt. Ach, halt die Klappe! Ah, guck mal, die stehen jetzt woanders. Ich kann an eine Schalltafel... Das ist der Endpunkt des Kabels, das über die Straße führt und von dem die Lampen herunterhängen. Kann ich da einfach rangehen, ohne dass sie meckern? Scheinbar. Ah, verstehe. Hier lässt sich die Stromspannung für die einzelnen Lampen verändern. Ist jetzt, so ist doch am dunkelsten jetzt, oder? Kommen wir jetzt hoch? Also kommen wir jetzt hier vorbei? Hey! Nee. Ich sehe. Ich kann. Ich. Die beiden Psycho. Okay, ich muss da also irgendwie anders. Das irgendwie anders verstellen. Aber wie? Das jetzt. Das Dunkelste... Oder warte, ich mach die mal ganz hell und dann... Das ist doch so ein Overdrive hier, ne? Ja, genau, da werden die irgendwie noch heller. Das heißt, wir stellen die auf das Hellste. Das ist das Hellste. Das ist das Hellste. Hahaha! Ich bin der Aber, Rätselking. Was zum Geier? Warum... Funktioniert in dieser dreckigen Stadt nicht so, wie es soll. Vermutlich ein Spannungsstoß. Schätze, du glaubst wieder, dass die Katzen daran schuld sind. Halt deine Klappe, oder ich nähe sie dir zu. Ich lasse diese flohverseuchten Biester nicht aus dem Auge. Auf keinen Fall. Okay, jetzt machen wir diese Folge noch, weil ich bin selber gespannt, was da auf dem Dach ist. Da gehen wir jetzt in dieser Folge noch hin. Wo geht's zum Dach? Da geht's zum Dach. Jetzt müsste es aber gehen, oder? Ja, wunderbar. Hey, warte mal. Ich kenne diesen Ort. Ich bin schon mal hier gewesen. Ich erkenne diesen Ausblick vom Dach. Diese Bäume, den Park, die Statue. Morgen kommt schon heute. Natürlich. Das Bild auf dem Poster.
Das Motiv wurde von irgendwo in diesem Gebäude aufgenommen. Aber was hat das alles zu bedeuten? Und könnte es sein, dass mich die Stimme gar nicht zu dem ausgebrannten Buchladen dort unten führen wollte, sondern zu diesem Gebäude, an diesen Ort? Wahrscheinlich. Und hier werden wir uns in der nächsten Folge einmal umschauen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen.